Jo, moin moin, das Taktik scharf am Start mit Gremlins Inc. Mal wieder Rangliste, vier Spieler, jeder gegen jeden. So, wen haben wir noch nicht gespielt? Wir haben den Spieler noch nicht gespielt. Also, testen wir uns mal am Spieler. Wupp, wupp, wupp. Wunder der Bürokratie ist schon mal ganz gut. Den haben wir weg. Musik bitte. Ich könnte bis hier gehen und dann mit der Fünferkarte wieder reinziehen. Dividende, zack. Ja. Ja. Nein, nein. Ich bin nicht dafür. Lieber 200 Karten. Ich beginne, okay. Ich gebe mir auch meinen Tag zusammen. Und los geht's. Wunder der Bürokratie setze ich ein auf. Keine Ahnung, wen. Den Geheimagent. Ja. Jupp. Die kriminelle Karte auf der Hand direkt zum Start. Macht mir gerade ein bisschen Angst. Das ist auch durch. Ja, sie bieten. Ich weiß nicht, warum sie bieten. Aber, keine Ahnung. Sehr, sehr strange. So, das erste Polizeifeld wurde betreten. Ja, der Spieler. Vielleicht kurze Erklärung. Bekommt jedes Mal, wenn er eine 1 würfelt, 2 Einkommen mehr. Jedes Mal, wenn er 6 würfelt, 50 Gold plus. Kann auf den Glücksspielfeldern zweimal würfeln. Und wenn ich hier gleich Falschspieler ausspielen werde, kann ich direkt meinen nächsten Zug machen. Und ich werde den Schuldschein nehmen. Falschspieler spielen und dann denke ich mal. Mal sehen. 4 ist auch in Ordnung. Werde ich 2. Hand benutzen. Mal auf die Verdammten einsetzen. Okay. War jetzt nicht so das Highlight. Und werde mich Richtung Bank begeben. Wir können uns ruhig versichern. So, wen trifft das Ungemach? Das macht ihm nichts. Er konnte drei Stimmzahlen, die er nicht hat. Der Verdammte ist auch ein ziemlich interessanter Charakter. Er kann Ungemach Felder überschreiten, wenn er die höchste Arglist hat. Er kann auf den Risikofeldern Ungemach-Karten ausspielen. Bekommt, wenn er in der Hölle Karten ausspielt, einen Punkt extra. Und beginnt, wie man sieht, mit 2 Arglist. Ja. Was soll das? Ja, da sieht man, der Dieb, warum habe ich nicht so hoch Münzen reingeworfen? Der Dieb ist ziemlich gefährlich. Er kann in einen Spielerkonflikt mit jemandem gehen und wenn er eingesperrt wird, bekommt er das Geld, das der andere Spieler gesetzt hat. Ansonsten, wenn er jemanden verfolgt, kann er. Ich weiß nicht, ob ihn jetzt verfolgen wird. Kann er würfeln und ihn ausrauben.
Genauer 2 bis 6 und bekommt dann jeweils 10 bis 30%. Ja. Und wenn er halt kriminelle Karten ausspielt, bekommt er einen extra Punkt. Außerdem hat er schon einen hohen Gefängnisrang. Ja, der Geheimagent ist das Pendant eigentlich zum Kriminellen. Sollte er in Konflikt mit den Kriminellen kommen, kann er für die Hälfte seines Goldes auf das mittlere Ungemachsfeld ausweichen. Ansonsten bekommt er halt für geheime Karten 100 Gold plus und darüber hinaus hat er eine sehr geringe, also die geringmöglichste Gefängnisstrafe, falls er eingesperrt werden sollte. Ja, und das war's. So, ich werde versuchen. Das ist alles nicht so super pralle. Ja, ich denke, ich werde dem Mäzen opfern. Wobei, ja, wenn mich jemand durchsucht, ist die strategische Forschung auch dahin. Ja, auf mich. Also, der Dieb hat mich ziemlich hart fokussiert. Ich weiß nicht warum. Ist schon ein bisschen eigenartig. Ich meine, ich kann hier nichts machen. So, wir setzen die Wiederverwertung ein. Jetzt bekomme ich natürlich einen Gefängnisausbruch. Ah. Ja. Es wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm, aufs Polizeifeld zu gehen, zu würfeln, eventuell eingesperrt zu werden oder nicht, und dann auf den Dieb zu warten, dass er mich ins Gefängnis bringt, um dann auszubrechen. Aber was das alles bringt, weiß ich noch nicht so genau. Ja. Wenn er das braucht, dann soll er es haben. So, alles klar. Wir landen direkt wieder im Knast, ohne in den Konflikt zu gehen. Das ist alles nicht so geil. Ich meine, hätte ich jetzt nicht die Gefängnisausbruchkarte, wäre ich schon ziemlich weit zurückgeworfen. Ja, komm, 226 kann ich bieten. Ja, das waren eben eigentlich geschenkte Punkte. Er sucht wieder den Konflikt. An und für sich hätte der Agent ausweichen sollen.
Er ist für 0 Gold in den Knast gewandert. Absolut unverständlich. Jo, wir kriegen ein bisschen Gold dazu. Können nun einmal den Spieler nach Karten durchforsten. Ja, die Frage ist, gehe ich in die Hölle? Sollte ich in die Hölle gehen? An und für sich würde ich mich gerne teleportieren. Aber ich habe momentan keine Idee, wie ich das bewerkstelligen sollte. Ich müsste tatsächlich erstmal für besondere Verdienste aufs Goldfeld gehen, um dann das Polizeifeld zu aktivieren. Mit. Ja, okay, ich kann es auch der Verleih benutzen. Ich würde immerhin. Ja, dafür gebe ich ihn den hier. Absolut. Ja. Ja, doch, komm. Wir gehen ri volles Risiko ein. So, sucht der Dieb nun den Konflikt mit dem Verdammten? Also man hat ja schon eben gesehen, dass er den Konflikt mit mir gesucht hat, weil er die entsprechende aus dem Gefängnis freikommen Karte hatte. Ziemlich böse. So, das ist nicht so geil, dass er auf dem Feld jetzt sich ausruht. Das heißt, ich werde meine strategische Bestechung einsetzen. Sie auf den Verdammten einsetzen. Okay. Ja, ich gehe zur Bank. Ja, ich habe immer noch die kriminellen Karten auf der Hand ohne Ende. Ach ja. Ich fühle mich so unsicher. Aber ich habe die Polizeikarten. Das ist gerade der Punkt, der mich ein bisschen hoffen lässt. Okay. Alibi rausgehauen. Er wäre gerne Gouverneur. Dazu sage ich nur, der Gouverneur sollte die erste Freifahrt bekommen. Und zwar direkt ins Gefängnis. Er kann ja nur Gefängnisausbruch haben. Die andere Karte ist raus. Also ich sollte auf jeden Fall jetzt die Teufelei einsetzen. Ja. Okay. Auch sehr strange. Dafür extra zum Gericht zu laufen. Ich glaube, er hat sich irgendwo ein bisschen verplant. Nein, wir können nichts verkaufen. So, wir können aber
nun mit dem Teufel einlaufen und damit entlarvt aufs Glücksspielfeld, um dann mit Soltomontale zum Casino zu kommen. Dort deine Knastkönig anzuwenden und ja, ich träume noch. Manchmal gehen auch hier Träume in Erfüllung. So, ich werde aufs Podium gehen und bezahlen. Da, wenn ich eine 1 und eine 6 würfle, das Ganze wieder reingeholt kriege. Also, es lohnt sich. So sehe ich es zumindest. 6 ist natürlich optimal. So. Hartz IV ist nicht so unbedingt die Megakarte momentan. Da ich sie nicht wirklich einsetzen kann, brauchbar. Ja, auf den Dieb bitte. Dankeschön. Also es ist ausgeglichen. Ich habe halt den leichten Vorteil, dass ich mehr Einkommen habe als die anderen. Ja, soll er mich durchsuchen? Habe ich kein Problem mit. Von mir aus, das nehmen wir gerne. Ein wenig mehr Gold kann ich schaden. Altruismus, das wird wahrscheinlich der Geheimagent kriegen. Yep. Also scheint ein sehr, sehr faires und ausgeglichenes Spiel zu sein. Ich glaube, das wird noch mega spannend werden. Ich bin mir natürlich nicht ganz so sicher, wie gut der Geheimagent wirklich drauf ist. Vielleicht hat er auch einfach nur schlechte Karten. Aber der Dieb weiß auf jeden Fall, was er tut. Ich meine, ja, ich hatte, glaube ich, fast alle Polizeikarten in der Hand. Ist natürlich eigentlich nicht so mega toll, die einzusetzen. Ja, 25 hat er letztens gesetzt. Hier, ich sag mal so 76. 76. Okay. Ja. Das ging dann nochmal gut. Das war schon mal Schrott. Dann geben wir den Geheimagent auch nochmal abgekattet spielen. Weil dann können sie eine Party schmeißen. So. Zweite Chance, zweite Chance. Wir durchsuchen ihn mal. Und zwar Goldkartenkarten. Okay. So, dann laufende Bombe auf Glücksspielfeld. Schön würfeln. Verleumdung. Und schon haben wir die niedrigen Karten wieder weg. Sollten dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 auch direkt
zur Schatzkammer kommen. Mal schauen. Nein, bitte nochmal. Okay. Akzeptabel. Ja, da sind sie, die Knastbrüder. Der Dieb macht sie, glaube ich, eigentlich richtig fertig, weil er das ganze Gold aus den Taschen leiern kann. Weil er einfach einen sehr hohen Rang hat. So, wir können weitermachen. Zweite Chance. Yep, von mir aus. Das können wir so annehmen. Wir nehmen mal Dorikos. Porikos. Alles nicht so geil. Wir überspringen das mal. Wir bezahlen das. Ja, Beschlagnahmung. Ja. Total umsonst die Karte. Das ist natürlich super geil, den Beschleuniger aktiviert zu kriegen. So, der Dieb. Er ist kurz vor Level 4. Er bricht auch aus. Er kann klauen. Mal sehen, ob er klaut. Jawohl. Wow. Das war, glaube ich, sogar eine 6, die er gewürfelt hatte. Jawohl. So, der einzige, der in letzter Zeit nicht durchsucht worden war. War der Geheimagent. Den habe ich nur mit Abklatt ins Spielersgefängnis gebracht. Ansonsten, der Verdammte hatte Altruismus. Und den Dieb habe ich auch durchleuchtet. Wobei er jetzt im Knast sitzt. Da muss wieder mal der Dieb dran glauben. Wir durchsuchen ihn noch gerne. Hartz IV Express, okay. Burkhard, zweite Chance. Wow, es sind drei Hartz IV Express Karten im Deck. Dass es so viele sind, habe ich gar nicht gewusst. Drei Karten, okay. Drei Karten im Deck. Yep. Alles klar, wir werden direkt in die Bank gehen. Okay. Yep, wir steigern unser Einkommen. Dann setzen wir Hutz der Teufel ein. Um das Glücksspielfeld zu betätigen und dann mit Hartz IV Express zum Büro zu gehen und Zwangsvollstreckung einzusetzen. Es dürften eigentlich nicht viele Polizeikarten drin sein. Das heißt, jetzt eine kriminelle Karte zusammen wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay.
Das ist natürlich richtig fies. So, da haben wir schon die erste kriminelle Karte. Das nehmen wir gerne an. Ja, Schutzgeld. Whoops. Das hat sich, glaube ich, nicht so ganz gelohnt. Das sind 250, richtig, richtig. Dann bin ich bei 450. Whoops. Die Jungs haben alle nicht viel Einkommen. Das muss man schon sagen. Oh, ist es Knast? Das ist Knast. Ja, da kann er sich eine Freundin lieben. Also, der Knast ist hier irgendwie die Stammkneipe von denen. Zölle. Ah, okay. Ah, was kommt jetzt? Okay. Er hat seine Stimme verbraten. Das heißt, okay, hat noch genügend. Hat noch genügend. So, Zwangsvollstreckung. Wir nehmen den Dieb. Und klauen mal back. Jetzt wünsche ich mir natürlich den Hartz-IV-Express zurück. Zwei Karten rausgehauen. Ja. Auf den Dieb bitte. Das ist der Knastwin, oder? Das ist der Knastwin. So, vielleicht habe ich Glück. Ich werde das Glück herausfordern. Vielleicht würfel ich eine 6. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, eine 6 zu würfeln auf dem Glücksspielfeld. Um dann, ja. Doch, das werde ich machen. Noch 24 Karten, dann kommen die Polizeikarten wieder alle rein. Achso, okay. Okay. Ja. Wir machen dann erstmal den. Ups, das war nichts. Ja, ich meine, es ist nicht so unbedingt wichtig, den Beschleuniger jetzt durchzukriegen. Oder das durchzuzwingen. Aber die Chancen stehen eigentlich recht gut. Noch 21 Karten. Ja, Stimmen viel verwenden. Um die Connections wieder mit B spielen zu lassen. Um die Chancen nochmal zu erhöhen. Aber ich kann natürlich auch jetzt eiskalt übers Ungemachfeld rübergehen. Es wäre riskant. Aber ich denke mal, es würde sich richtig lohnen. Altruismus ist auch raus. Decken Sie alle Ihre Karten auf, ist noch drinne. Ja, ich. Also, wenn es nach den Polizeikarten geht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, er legt jetzt richtig los. Es sind auch nicht mehr so viele Runden bis zur Wahl übrigens. Okay, das halte ich aus. So. So. Ich werde wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. In 5 Runden, also noch 4 Runden, das ist eine Runde, 2 Runden, 3 Runden, ja. Den Gouverneur muss ich abgeben wahrscheinlich. Den werde ich diesmal nicht kriegen. Da fehlen mir jetzt auch 2 Stimmen. Das wären diese Almosen.
bedauerlich Unfall. Nice, nice. Führung des Schicksals. Behalte ich, falls ich im Knast landen sollte. Und das senkt jetzt natürlich nochmal komplett das Einkommen aller Spieler um 10. Und der Geheimagent hat 0 dann. Der Verdammte fällt auf 10, 10. Oh, das ist richtig mies. Das ist richtig mies für die Jungs. Und ich sehe gerade, ich habe die Brandrede gezogen. Ah. Ja. Die Brandrede eröffnet nun Möglichkeiten. Es wird noch ein bisschen darauf ankommen, welche Karte ich ziehe. Ich will das Schutzgeld auf jeden Fall verwenden, da die Karten gleich neu gemischt werden, wenn ich durch bin. Wow, das war genau das Ding, was ich gefürchtet hatte. Oh, fairer Tausch. Der hat richtig gute Karten. Ich hoffe, er hat keinen Gefängnisausbruch. Da ist er schon Level 4. Alles klar. Ja, das ist jetzt natürlich richtig mies für den Geheimagenten. Er hat 0 Gold. Der Verdammte hat 10. Der Dieb hat auch 10. Wow. Also jetzt, weiß gar nicht, wie das Ungemach heißt. Depression, glaube ich. Hier. Genau. Besser. Ich weiß nicht. Besser würde jetzt die Jungs hier komplett zerstören. Sie hätten alle 0 Gold. Und er ist weitergelaufen. Oh Gott. Was tut er denn? Er braucht auf jeden Fall das Gold. So, ich werde vergrabener Schatz nutzen. Um. Doch, ich werde direkt reinlaufen. Um den Beschleuniger zu aktivieren. So, ich hätte sogar den Gouverneursposten. Weil er, glaube ich, einen bedauerlichen Unfall hatte. Ich bin mir nicht sicher. Aber das Spiel. Wow. Das Spiel ist echt. Also, wenn ich das verliere. Okay, richtig strange, was der Verdammte hier treibt. Ja, der Geheimagent kann nicht mal seinen Goldvorrat aufbessern. Ja, ich kann, dadurch, dass ich jetzt Volksverhetzung gezogen habe, sogar noch meine Almosen auch, mit Almosen meinen Stand auch besser. Ein bisschen Arglist runter. Also die Jungs haben alle so viel Arglist und überhaupt kein Einkommen. Unfassbar. So, neue Karten. Polizeikarten sind wieder drin. Er hat keine. Mal sehen, wie es beim Dieb aussieht. Er geht auch auf ein Polizeifeld. Lizenzverlängerung. Jupp. Jupp, jupp. Das ist aber halb so schlimm. Wir versuchen einfach mal so schnell wie möglich rauszukommen. Das ist die Frage. Wir nehmen den Dieb. Momentan bin ich noch der Gouverneur. Die Frage ist, wird der Verdammte ins Büro gehen? Er ist schon wieder an der Bank vorbeigelaufen. Ich keine Ahnung, was sein Plan ist. Ich meine, der Geheimagent ist so gut wie erledigt. Er bezahlt auch noch weiter. Denn die versucht ihn auch so viel wie möglich mitzukriegen, weil er wahrscheinlich weiß. Okay, es kommt drauf an.
Ja, weil er wahrscheinlich weiß, dass er die Wahl verlieren wird. Das war geschenkt. Ich bekomme Plus. Nein, ich würde gerne frei sein. Das war wirklich geschenkt. So. Ich würde jetzt ja versuchen, gerne die Bässe, wie auch immer man das ausspricht, durchzusetzen. Grundsteuern-Wahlfälschung kann ich zusammensetzen, das ist schon mal nicht schlecht. Es sind Polizeikarten hier drin, man muss hier echt aufpassen. Okay, Fügung des Schicksals. Einfach von größten Depression, das ist ganz gut. Eine Runde aussetzen für den Herren. So, dann werde ich mit der 2 hier hingehen und dann 1, 2, 3, 4, 5 wäre ich schon oben. Außer natürlich ziehe ich noch eine Casino-Karte. Dann will ich erst zum Casino und dann. Also ich würde erst mit dem Brandrede zum Casino. Dann wahrscheinlich mit der Volksverhetzung nach oben. Ich denke, ich werde auch die Brandrede einsetzen zum Laufen. Da ich ein bisschen Bange habe, dass der Dieb mich auflauern wird. Oder ich nehme die Volksverhetzung. Ich habe richtig Panik. Ah, nein. Nein, nein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Zweikarte hat, ist, glaube ich, gar nicht so hoch. Wir nehmen wieder den Dieb. Hier spielen wir zwei Karten. Ja, da ihr alle keine Stimmen habt. So, was denn noch? Brandräder. Ja, komm. Machen wir das so. Ja, ich habe aber so gute Karten eigentlich, dass ich gar nicht was weggeben möchte. Absentierung ist natürlich jetzt absolut unbrauchbar für mich. Aber weg ist weg. Die Casino-Karte ist natürlich geschenkt. So, die Frage ist allerdings, wie mache ich das? Ja, ich denke, ich werde wirklich mit Volksverhetzung reinlaufen ins Casino. Als Schulden ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal sehen, was der Dieb macht. You never know. Unberechenbar. Er tut's wirklich. Ich bin schon so für die. Er hat 100. Ja, komm. 145. Das geschenkt. So, wir setzen die Volksverhetzung ein. Wir drehen. Wir verlieren Gold. Wir gehen weiter. Wir holen uns Strafe zuzüglich Gebühren von dem Verdammten. Und ziehen dann noch die Wahlfälschung durch. Und ich würde auch gerne konfiszieren, und zwar vom Dieb. So, der Dieb hat 0 eingesetzt. Das heißt, eventuell. Ja, er ist direkt geflohen. Das ist der Dieb natürlich nicht so toll. Er wird ihn genau ausrauben. Aber es gibt nichts auszurauben. Es gibt gar nichts zu holen, mein Verdammten. Also eigentlich ist es total egal. Ja, der Geheimagent. Ich weiß immer nicht so genau, was er macht. Er verliert immer mehr Geld und kommt zu nichts. So. Was macht der Dieb? Böser Streich. Jupp.
Böse, böse. Also wir können Hausdurchsuchungen anordnen. Und zwar beim Geheimagenten. Okay. Und Grundsteuer brauchen wir an und für sich nicht. Überweisungsbetrag wäre halt. Ja komm, wir hauen das raus. Ja, es wäre jetzt eine gute Idee. Tatsächlich eine gute Idee, zur Schatzkammer zu gehen. Überweisungsbetrag ist halt mega gefährlich, aber ich würde das gerne anwenden. Entweder auf den Verdammten oder den Dieb, weil. Das wird sie richtig fertig machen. Sie haben dann null Einkommen. Null Einkommen. Wir sagen dazu nichts. Wir gehen mit verbotenem Wissen weiter. Ja, die Frage ist die Zauberstatue wirklich so? Wow, geiles Ding. Ja, das ist komplett blanco. Wo ist es denn da? Ja, sind alle wirklich komplett blank, hat nichts. Es ist so egal für ihn auch, Mann. Es ist einfach zu lustig. Oh Gott, ich muss mich echt zusammenreißen. Ja, der Dieb ist hier noch die letzte Bedrohung. Preis des Bösen, bam. Er will jetzt auch alles. Ja, es ist so, so. So, die Sache ist, ich würde jetzt. Ja doch, komm, wir ziehen das durch. In der Hoffnung. Okay. Ja. Sie haben alle wirklich null Gold. Der Geheimagent hat dazu null Einkommen. Oh Mann, das wird die ganze Zeit jetzt weitergehen. Eine ganze Weile. Ja komm, dafür kann ich mal heulen. Habe ich noch einen Heuler? Ja. Also die Jungs haben sich hier richtig zerschrotet. Richtig geiles Match. Noch nie erlebt. Noch nie. Viel gespielt, das sowas habe ich nie gesehen. Ja, komm, kostenlose Wahlen. Nehmen wir auch gerne. Die Polizeifelder können sie an und für sich nicht wirklich benutzen, wenn sie kein Geld haben. So, geht ein Knast. Skandal. Wow. Also wir werden ihn aber direkt durchsuchen. Da kenne ich nichts. Keine Ahnung, Casino. Nichts, werden gar nichts. Er kann nicht mal sein Gold erhöhen. Er kann nicht einmal sein Gold erhöhen. Das ist unfassbar. So. Sehr schön. Die Jungs holen sich hier wirklich alles ab.
sich das Kreuz. Wie das ungemacht aus. Ich bin gespannt. Ist auch ein Blank. Er hat sich ein bisschen erholt. Ich will jetzt nur stracks zum Marktplatz gehen. Die Karte hätte ich gerne behalten. Ach ja, warum weicht er jetzt nicht aus, ist die Frage. Er wird zum Gericht, okay. Meinetwegen. Okay, er weicht aus. Er benutzt seine Spezialfähigkeit. Jetzt müsste es noch so einen Chicken Gremlin geben. Was eigentlich hier das für ein Kostüm ist. Wow. Er zieht die richtig ab. Ist doch nicht gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Oh Mann. Oh Mann. Das hat sich richtig gelohnt. So, das sieht gut aus. Ja, wir gehen trotzdem Richtung Marktplatz. Wow, die Jungs machen Gold. Was der Geheimagent so richtig macht, weiß ich nicht. Er schleudert wieder sein ganzes Gold raus. So, wenn er mich jetzt angreift. Okay, er macht das nicht. Er geht in den Marktplatz. Wow. Zieht das durch. Wow. Ja, da kann er sich mal richtig freuen. So, wir versuchen ein bisschen Geld zu machen. Jawohl. Ja, ich denke mal, Auftragsdiebstahl und Verleumdung, um ihn weit zu nehmen, damit er ein bisschen runterkommt. Wir nehmen ihm zwei. Und dann ziehen wir noch die Verleumdung durch. Und wir verkaufen. So, und dann haben wir jetzt natürlich die beiden. Die Hölle ruft gerade zu nach uns. Allerdings ist es auch verführerisch, erst im Casino zu gehen, schädliche Hinweise einzusetzen. Ja. Ich meine, er ist der Führer, aber hat kein Gold und kein Einkommen. Ah, herrlich. Ja, komm auf mich. Wow.
Okay, wir setzen den Geldsack ein. Ja, ich werde erst Richtung Casino gehen, weil ich komme hier nicht gut rein. Bin gespannt, was der Geheimagent machen wird. Geht er zur Hölle? Nein. Er geht nach oben. Die 40 können wir uns nehmen. Warum nicht? Wow. Ja, arbeitet sich ganz langsam voran. Wenn ich jetzt natürlich wüsste, was für Karten ich so auf der Hand habe. Okay, das sieht nicht gut aus. Jetzt gerade Konkurrenzkampf zu ziehen, kann mir Besseres vorstellen. Wow. Ist natürlich komplett. Kompletter Angriff eigentlich auf mich, ja. Ab und zu spielt der Verdammte auch gegen den Dieb. Okay. Schon hat er mich überholt. Und ein Einkommen von 20. Ja, der geht direkt zur Hölle. Ich könnte da. Ja. So, 6er Karte, wo zur Fabrik? Nein. Aufs Polizeifeld. Okay, er lässt sich filzen. Klingt gut. Wir sitzen einen Schritt weiter. Erneut verfallen. Er hat Einkommen. Ja, Almosen Auktion, kann ich weitergeben. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine kriminellen Karten rein. Nein. Jawohl. Wieder ein bisschen Bestechung. So, eine kleine Spende. Und packt mit dem Teufel. Und er nimmt die Punkte. Interessant, interessant. So, wir nehmen Führung des Schicksals. Wow. Okay. Und jetzt würfeln wir. Wir kommen da drauf. Wir schauen uns den Dieb an. Okay. Das möchte ich nicht, dass er das hat. Und wir gehen weiter. So, das 20-fache. Natürlich kann ich ihn schon in den Knast stecken. Er wird auf jeden Fall im Knast landen. Ich meine, 360 ist eine Menge Kohle. Ja. Jetzt geht's Richtung Hölle. Da kommen wieder 76 Gold rein. Die Flüstertüte. Armschwebe kommt 50. Schön für alle anderen Spinner.
So. Das ist cool. Ich hoffe, der Verdammte lässt sich verhaften und ich krieg das Gold vom. Nein. Ich gebe den Verdammten. So, wer kommt das denn wieder ein? Ach ja. Ach ja. So kann das gehen. Und der Einzige, der im Gefängnis sitzt, ist der Dieb. Aber für besondere Dienste ist auf dem Weg. Ah, ich muss da nicht ja, dreimal, viermal in der Hölle Karten einsetzen können. Ich meine, Gewunder würde ich nicht brauchen. Ihn 5 runterzusetzen ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich meine, ich verliere auch minus 1 hier. Jawohl. Sollte halt wirklich versuchen, zu Punkten zu kommen. Jetzt, was ich mir wünschen würde, wäre die Weltuntergangsuhr. Weil ich glaube, in 6 Runden ist für den Punkt ist schon eine harte Angelegenheit. So. Whoops. Ja, an und für sich könnte ich den Verdammten halt auch ins Gefängnis bringen. Das ist halt verführerisch, ihm 5 Punkte runterzuhauen. Minus 10 Einkommen. Ja, dann beginnen wir mal. Wir packen ihn erstmal 5 runter. Dann 200 Gold. 2 weg. Und er in den Knast. Und wie sagt man? Traut es seinem Glück mal ein. Ist natürlich richtig mies. Wow. Ja, so schnell wie möglich rauskommen, wäre die Devise. Nein. Casinos, nicht, na, aber. Das ist das absolute Knastspiel. Ich weiß gar nicht, wie. Schau mal, wie weit ist er eigentlich schon? Er ist schon bei Pater. Er macht schon seine Punkte. Gefährlich, gefährlich. Ja. Er spielt allein für sich, fällt runter. Hat er den Schatz? Na, er hat die Blutpuppe. Der geht auch auf den Dieb. Okay. Da kann ich doch noch pfeifen.
So, wenn das Ungemach entscheidet. Der Verdammte vielleicht. Ja, ich glaube, es wird noch ein extrem langes Match werden. Wir sind schon bei Runde 51. Der Dieb wählt aus. Ich weiß nicht, wie gemein der Dieb ist. Jawohl. Das ist auch schon ziemlich gemein. Ach ja. Ich bekomme plus Einkommen. Ja, gerne. Ich bin draußen. Ja. Er kann sein Einkommen nicht erhöhen. Außer er hat noch die passende Karte. Um das zu bewerkstelligen. Einer für sich wäre es auch für mich gar nicht mal so dumm. Komm, wir stecken ihn wieder zurück in den Knast. So, und bin im Salto Montale. Und bewegen uns nach oben. Würfel erneut. Jawohl. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt, ob der Geheimagent das übersteht. Eine Beschuldigung. Eine Beschuldigung ist. Hälfte des Geldes. Das ist natürlich hart, wenn man 0 hat. Da kann man nicht so viel verlieren. So. Zack. Wie das Einkommen gesteigert. Ja, wir bräuchten halt Karten mit Punkten. Sonst kommen wir auch zu nichts. Wie gesagt, ich würde mich so freuen, wenn ich die Weltuntergangsuhr bekommen würde. Ich glaube, der Geheimagent ist schon ein bisschen eingenickt. Okay. Moralisches Dilemma. Die 3. Tja. Der Geheimagent. Ich könnte ihn einknasten. Ich werde ihn, glaube ich, erst später einknasten. Ich werde verbotenes Wissen nehmen, in die Bank gehen. Oh, Teleporter. Richtig nice. Ja. Ich bin nicht gut gewappnet. Wow. Also, die Würfel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Einsen die werfen auf den Polizeifeldern. Ja, man kann dazu mal wieder sagen. Und ihn kann ich jetzt auch ins Gefängnis verfrachten. So, da sind wir. Ja, mega geil.
den Pakt mit dem Teufel ist jetzt nicht so prächtig. Aber ein Auftrag für UNO ist schon ganz cool. Karten sind wieder komplett durch. Ein Gefängnisausbruch habe ich auf der Hand. Wie viel gibt es davon? Drei? Zwei? Also kommen auf jeden Fall nicht alle raus. Zwangsverladung macht mir ein bisschen Angst. Ja, reicht aber nicht. So, ist die Frage. Ich könnte halt auch zur Bank gehen. Oder ich könnte Punkte machen. Mache ich die Punkte? Nein, ich mache nicht die Punkte. Ich gehe nach oben. Und das war's auch. Ich hätte natürlich noch mehr Gold holen können. Aber ich kann die jetzt ruhig ein bisschen laufen lassen. Im Gefängnis ist es um einiges gefährlicher. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Knastringe von denen allen sind. Die sind beide auf Stufe 3. So, abgekartet Spiel. Würde ich mir wünschen. Nichts. Riskant, riskant. Ja, es wird jetzt alles auf mich gehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich die Spiele noch wirklich verlieren sollte. Okay. Das ist, überlebe ich. 4, 5. Ja, ich werde mit Artefakt. Er hatte gerade das Ungemach gebraucht, was ich hatte. So, wir wollen die minus 100 sehen. Boom. Boom. Ja. Ich denke, er kann keine Polizeikarten einsetzen. Ja. Trautesheim. So, aber das Gold fließt natürlich wieder. Der verdammte. Ah, ja. Er hat so viel Arglist. Bedauerlicher Unfall. Was kann es so Schöneres geben? Wir hoffen natürlich, dass wir unseren Gefängnisausbruch durchkriegen. Und dann schön. Ich glaube, ich gebe mir den auf. Wenn ich es jetzt schaffen würde, bis nach oben zu kommen. Wow. So, wir würfeln mal, in der Hoffnung, noch ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Alles klar. Und anstatt nun das lukrative Geschäft zu machen, hebe ich mir die Karte auf. Um tatsächlich schnurstracks nach oben zu laufen. Alles oder nichts, sozusagen.
ein abgekartetes Spiel ist drinne. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, der Verdammte blockiert das Feld jetzt. Jo, einmal ein Ungemach für mich. Aber ich kann auch hier unten rumlaufen, sehe ich. Das heißt, ich werde die Zwangsvollstreckung nehmen. So. 1, 2, Tatortbegehung. Und zwar auf der Verdammte. Nice, nice. Ist alles nicht so cool. Ist wirklich alles nicht so toll. Ja, ich kann halt höchstens wirklich zum Büro. Aber ich möchte nicht zum Büro. Ich würde schon gerne bei meinem Plan bleiben. Ja, das war natürlich mega geil gewesen gerade. Oh, da ist die Uhr. Da ist die Uhr tatsächlich. Und ich bekomme sie eigentlich zu einem richtig guten Zeitpunkt. Ich kann nämlich jetzt straight forward nach oben laufen. Und das Match theoretisch schon das ist so typisch. So typisch. Okay. Kleine Planänderung. Wir gehen erst in die Bank. Aber wir gehen nicht mal mit in die Bank. Es reicht nicht ganz. Ich muss tatsächlich zum Büro gehen. Aber das gefällt mir gar nicht. Der Ablass ist ziemlich gefährlich. Ich muss das Ablass verhindern. Sonst leiht ihr mir das gesamte Gold aus den Taschen. Okay. So. Es läuft nie planmäßig. Das war wieder ein Beispiel dafür. Okay, eine Runde aussetzen. Why not? Ich weiß gar nicht, ob es so klug war. Ich hätte wahrscheinlich auch von hier nach hier gehen können. Ah. Und ihn dann so die Karte rausziehen. Aber ich wusste gar nicht, hatte ich die Polizeikarte schon gehabt? Ich glaube ja. Ah, das Spiel macht mich müde. Eindeutig. Aber die Sache ist, wir haben ja hier noch das Opfer. Das gute alte Opfer.
Das heißt, ja, ich werde den verdammten Entschleuniger aufdrücken. Okay, es geht nicht. Ich habe nicht genug Gold. Zu dem Plan. Aber ja, ich kann halt den Hartz IV Express nutzen. Um in die Bank zu kommen. Ist das eine gute Idee? So. Es fehlt noch ein Punkt. Den Punkt zu kriegen ist eigentlich nicht so schwer. Oder wird nicht so schwer werden. Das nötige Kleingeld haben wir. Ich überlege gerade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ich sollte schon die normale Runde laufen. Safety first. Glückswürfel, Dividende, weg damit. Minus 3. Ich meine, ich kriege ihn eh nicht mehr eingeholt. Oder? Ja. Auf den Geldautomat kann ich jetzt auch verzichten. Oder nein, ich kann es mit dem Geldautomat reißen. Ich gehe mit Schnickschnack rein. Ich sollte nicht alle meine Karten weghauen. Aber ja, doch mit Schnickschnack. In das Casino. Und dann gehe ich bis hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, fast gewonnen, schon zerronnen. Nein. Und dann laufe ich bis hier. Und ich könnte jetzt den Geldautomat durchbringen. Die Frage ist natürlich, was tut der Verdammte? Der Verdammte tut nicht viel. Was hat der Geheimagent auf Petto? Einer für sich, höchstens eine Polizeikarte. Nein. Bleibt noch der Dieb. Gerüchte, er attackiert mich direkt. Ja, ich kann ihm die 182 geben. Ich brauche 300, 133. Ja, es reicht. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass es reicht. Okay, der Verdammte war gerade noch so meine Vermutung, dass er mich vielleicht abzieht, aber nein. Der Geheimagent. Er könnte höchstens zum Marktplatz gehen. Nein, tut er auch nicht. Ja. Ich habe mir nochmal gut gespielt. Es war ein ziemlich verrücktes Match. Also ein verrücktes Match habe ich selten erlebt. Also, dass die alle wirklich so hart mit dem Einkommen runterfallen. Unfassbar. Ja, ich bin ziemlich müde. Trotzdem, das war das Taktikschaf. Einmal der Spieler. Puh, ein harter, lang erkämpfter Sieg. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.